Ich wollte nur sagen, dass ich mich mega für dich freue, dass du schon bald die 10.000 auf YouTube geknackt hast. Hallo Sandra, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten. Die hast du dir wirklich verdient. Es freut mich so riesig stark, dass ihr es so weit geschafft habt, denn ihr seid wirklich der beste Kanal auf YouTube. Du bist immer so fröhlich und gut gelaunt und ist einfach mein Lieblingskanal. Du bist einfach so sympathisch, authentisch, hübsch, lieb, verantwortungsbewusst, einfach super, super toll. Und deine Art, wie du mit Pili umgehst und trainierst, ist einfach so klasse. Du kannst mega stolz auf dich sein, was du schon alles mit deinem Bubi erreicht hast, obwohl er wirklich Temperament hat und Friesen wahrlich nicht einfach sind. Und was dich von anderen unterscheidet, das ist halt einfach deine Art, mit Pferden umzugehen und vor allem mit uns. Du bist immer so lieb. Also ihr seid einfach nur außergewöhnlich, finde ich. Du hast so eine besondere Ausstrahlung und ich finde einfach, ihr seid die Besten. Ja, ich folge euch, weil ich finde dich einfach total niedlich irgendwie. Ich liebe deine Videos, da sie einerseits unterhaltsam, aber auch informativ sind. Und mit der Art, wie du ein Pferd behandelst, bist du ein echt großes Vorbild für mich. Ich finde es unglaublich cool, dass du Österreicherin bist und dass du unter Pilgrim so ein süßes Team seid. Ich bin immer wieder begeistert, wie du selbst trockene Themen, wie zum Beispiel dein Video über die Stallapotheke, einfach so interessant gestaltest. Ich bin mit dir mit allem vollkommen überein, vor allem mit der Bodenarbeit. Ich liebe euren Kanal. Macht weiter so. Mich fasziniert an euch, dass das Reiten gar nicht so im Vordergrund steht, sondern dass ihr auch viel am Boden arbeitet. Und bei dem, was ich gerade sage, geht es mir gar nicht so darum, in das Video zu kommen, sondern es geht mir darum, dass ich dir einfach sagen kann, was du alles schon erreicht hast. Es macht einfach mega Spaß, euch zuzugucken und Pilgrim ist so unfassbar schön. Ich folge da, weil du halt einfach ziemlich sympathisch bist. Du und der Pilgrim ist halt so ein Dream Team. Hey Sandra, du hast so eine tolle Seite und es bereitet mir immer viel Freude, deine Videos zu schauen. Man sieht halt einfach, wie viel Spaß es dir macht, mit deinem Pferd zu arbeiten. Ihr seid halt lustig, ihr habt tolle Ideen, ihr macht verrückte Sachen. Wenn du irgendetwas erzählst, hört sich das so klar an, so als wäre man so dabei. Wenn deine Videos so schnell, bin ich jetzt mal aufs Neue begeistert, wie du mit ihm zusammenarbeitest. Ich hoffe einfach, dass du deine natürliche Art beibehalten. Ich fand von Anfang an dein Intro super cool und wie viel Mühe du dir bei den Videos gibst. Und du bist einfach super lustig und machst das mit ganz viel Liebe und Humor. Ich folge euch, weil ihr gute Videos von Anfang an gemacht habt und lustig und ein gutes Team seid. Ich verfolge dich schon seit deinem ersten Video und habe einfach gemerkt, dass ich mit meinem Pony, mit dir und Pilgrim mitlerne und deinen Tipps und Tricks immer helfen. Du verbreitest immer gute Laune und wenn mal was schief geht, dann gibst du nie auf. Weil du einfach mega lustig bist und ich mag Friesen auch sehr gern. Du bringst einfach jeden zum Lachen. Wenn man auf dein Video klickt, dann hat man gleich ein Lächeln im Gesicht und es bereitet jeden Freude zu. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass du eine mega coole YouTuberin bist und dass du so weitermachen sollst. Deine sympathische und natürliche Art einfach unschlagbar ist. Weil es gibt in der heutigen Welt so viel auf Social Media, wo einfach gefaked ist. Aber bei dir, du bist einfach du und bleibst immer dir selbst treu und das ist echt wundervoll. Also ich folge dir, weil du einfach voll sympathisch rüberkommst und weil du reiten tust. Voll cool, dass du YouTube machst. Danke. Ich finde, ihr passt einfach so perfekt zusammen und macht das beide, finde ich, sehr gut. An dir mag ich besonders deinen Charakter. Du bist so ein positiver Mensch mit so viel Lebensfreude. Weil ihr einfach ein super eingespieltes Team seid und du und Pilgrim einfach zusammen wunderschön und perfekt seid. Ich folge dir, weil ich einfach deine Videos richtig, richtig cool finde und das einfach so gut machst. Und ich liebe, liebe, liebe deine Art. Ich finde es auch echt lustig, dass er immer am Vollständer ist und da eigentlich immer bei jedem Video da ist. Hi, also ich mag an dir und Pilgrim, dass ihr immer super authentisch seid und er genauso in einem Aktivstall steht, was ich so super schön finde. Schaue ich mir deine Videos gerne an. Mach einfach weiter so. Ich folge euch, weil ich dich unfassbar sympathisch finde und Pilgrim ursüß finde. Außerdem habe ich selber zwei Pferde und kann mir deshalb einiges von euch abschauen. Macht total Spaß, deine Videos zu gucken und gibt mir total Hoffnung für später, dass ich das auch irgendwann zu hören bekomme. Ja, du bleibst einfach auf dem Boden der Tatsachen und das ist echt super. Einfach diese lustige und unterhaltsame Art am Kanal. Ja, dass es halt alles mega natürlich ist.
Deswegen mag ich euch beide auch voll und schaue mir wirklich jedes einzelne Video an und muss wirklich immer lachen. Ihr unterscheidet euch von anderen einfach, weil ihr schon in dieser kurzen Zeit zu so einem Dream-Team geworden seid und ihr einfach toll seid. Dass du jedem probierst zu antworten und auch sowas jetzt machst mit den Sprachnachrichten, das ist richtig cool. Also ich liebe an deiner Seite einfach, dass sie so eine Natürlichkeit mit sich bringt, genauso wie du. Ich finde auch gerade, dass Pilgrim noch so jung ist, finde ich, kümmerst du dich einfach so gut um ihn und dir liegt auch das Wohl des Pferdes einfach extrem an deinem Herzen. Außerdem ist Pilgrim auch ein sehr, 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 sehr hübsches Pferd. Also ich finde Pilgrim total süß. Ich liebe generell Friesen, weil du das auch in den Videos zeigst, dass nicht immer alles super läuft und sowas. Dass es auch so ein paar Fails gibt. Ich fand deine Seite einfach nur sehr interessant. Du bringst uns jedes Mal mit Pilgrim zum Lachen. Du bist unser Vorbild. Ich mag an dir, dass du immer so gut gelaunt bist. Ich bin echt mega stolz, was du in der kurzen Zeit schon erreicht hast mit YouTube, Instagram etc. Also echt richtig geil, wie du das machst. Weil du extrem sympathisch bist, ein bisschen crazy und mega lieb. Und ich mich voll gut mit dir identifizieren kann. Du bist offen, ehrlich und nicht auf Fame und Geld aus. Du bist real und zeigst uns auch mal Dinge, die nicht so gut laufen. Danke für deine Videos, Fotos und Stories. Love you and them. Und natürlich den Pilli. Wie du und Pilgrim zusammenarbeitet, das ist einfach total toll und das gefällt mir echt gut. Das ist einfach so sympathisch, das ist einfach Pilzali und ich gönn's euch mit den 10.000. Macht weiter so, viel Glück. Euch für 10.000 Abonnenten bedanken. Als kleines Dankeschön haben wir beide dieses Video für euch gedreht. Es ist einfach so unfassbar, in wie kurzer Zeit wir so viele Menschen geworden sind. Ich hätte nie gedacht, dass das Ganze so explodiert. Und ich wollte euch eigentlich auch nochmal Danke sagen, da ich mich irgendwie schon sehr zum Team Pilzali zugehörig fühle. Wir machen eigentlich wirklich viel gemeinsam und ich genieße die Ponyzeit mit Sandra und ihrem hübschen Friesenpferdchen sehr. Und ja, ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken. Und danke für eure ganzen lieben und netten Kommentare. So einen freundlichen Umgang erlebe ich irgendwie selten, vor allem in der Reiterszene. Dass euch nicht alles, was ich mache, gefällt, ist vollkommen logisch und auch gut so, denn jeder von uns hat einfach seine eigene Art, mit Pferden umzugehen. Doch anstatt wild herumzupöbeln oder irgendwelche sinnlosen Hate-Kommentare zu schreiben, versucht ihr einfach meine Ansichten zu verstehen, ihr stellt kritische Fragen und gebt mir vor allem eine ganze Menge Tipps und Tricks. Und das liebe ich einfach so an euch. Jeder einzelne von euch mag unsere Community mit seinem Pferdeverstand, seinem Wissen und seiner Neugierde einfach perfekt. Und an dieser Stelle wirklich nochmal danke, danke, danke. Und ich glaube, jetzt ist wirklich alles gesagt. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss! Schlage. Jetzt gibt's ein Oreo. An. Nur an. Oreo Time! Sind da noch vier drin? Ja, das ist ganz von vier so drin, ja. Also groß. So, Idiot. Na.